Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer des Verrückten und Irrsinnigen zu Sam & Max Hit the World. Ja, wir sind so ziemlich vor dem Ende, kann man sagen. Also ein bisschen haben wir noch zu tun, aber nicht mehr viel. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, wir haben Bruno endlich gefunden, können mit Bruno reden. Das wollte ich schon in der letzten Aufnahmesession machen, aber das wäre zu viel Zeug gewesen. Bruno? Ja? Was hat diese große Krise verursacht, über die der Häuptling und du dauernd palavern? Bäume. Was ist so schlecht an Bäumen? Unterliegen sie altmodischen marxistischen Dogmen? Ja, immer Karl Marx ist schuld. Nein, es gibt nicht genug davon. Yetis brauchen Bäume zum Verstecken. Ohne Bäume sind wir leicht von gedankenlosen Menschen zu jagen, zu fangen und zur Schau zu stellen. Also mehr Bäume. Sam, ich glaube, ich fühle mich zum ersten Mal schuldig und... Nö, es ist weg. Falscher Alarm. Gut. Wie viele Bäume braucht ihr für euer Wohl? Mehr als du dir vorstellen kannst. Mehr als fünf? Ja. Wie viele Bäume braucht ihr für euer Wohl? Mehr als du dir vorstellen kannst. Mehr als fünf? Ich fasse immer noch nicht, wie ein pfiffiger, moderner Yeti wie du in die Klauen der Koschmans geraten konnte. Es ist die alte Geschichte. Yeti trifft Fisch, Yeti will Fisch fangen, Yeti fällt in eisigen arktischen Fluss. Das ist klassisch, stimmt. Ja. Sag, warum tanzt du nicht mit den anderen Yetis? Meine Beine sind noch etwas steif von meiner Zeit im Eisblock. Sag, warum tanzt du nicht mit den anderen Yetis? Meine Beine sind noch etwas steif von meiner Zeit im Eisblock. Okay, ja. Habe ich hier nicht etwas von einer heißen Quelle gehört? Später, kleiner Kumpel. Jetzt müssen wir erstmal ein paar Sachen recherchieren. Aber diese Quelle scheint mir dafür genau richtig. Später. Ja. Habe ich hier nicht etwas von einer heißen Quelle gehört? Später, kleiner Kumpel. Jetzt müssen wir erstmal ein paar Sachen recherchieren. Aber diese Quelle scheint mir dafür genau richtig. Okay, dann fragen wir jetzt Bruno als nächstes Mal zu den Totems. Was sagt dir der Totempfahl ganz links? Lass mich mal sehen. Nun? Es ist ein Totempfahl. Und? Er ist aus Holz. Noch können wir ihn zurück zur Kirmes bringen. Mach schon! Irgendwelche schlauen Yeti-Einfälle bezüglich des Totempfahls mit dem Zahn drauf? Ich habe das Ding jetzt Stunden angestarrt und... Ja? Ich glaube, es hat was mit Zähnen zu tun. Ja. Es ist nicht lebenswichtig. Aber hast du eine Ahnung, wer der Typ auf dem dritten Pfahl ist? Nö. Obwohl er scheinbar recht gut mit Gemüse klarkommt. Sam, der Typ auf dem Pfahl hat einen Marshmallow. Und? Ich will auch einen. Max, du bist einer. Siehst du den Totempfahl? Was ist damit? Was glaubst du, bedeutet er? Ich hab's. Was hast du ihnen gesagt?
Ich riet Ihnen, nach Glatzköpfen mit Spaghetti auf dem Kopf zu suchen. Okay. Nun, was denkst du über all dies? Ich bin einfach glücklich, hier zu sein, Sam. Glücklich, bei Zimmertemperatur schlafen zu können und glücklich, frei zu sein, natürlich. Frei geboren, frei wie der Wind. Max. Genau, übertreib nicht, Max. Was wolltest du sagen, Bruno? Ich hab den Faden verloren. Mist. Sag mal, wie habt Trixie und du euch eigentlich getroffen? Wir haben uns nicht wirklich getroffen, bevor sie mich aufgetaut hat. Aber ich liebe sie seit dem Augenblick, als sie nachts in die Abnormitäten-Show kam und mich mit einem kantonesischen Schlaflied in den Schlaf sang. Und du willst ihn zurück in einen Eisblock stecken. Klar, und? Ich geb's auf. Ja, Max ist Max. Nun, wo du Conroy aus dem Pelz hast, was hast du vor? Ihn bürsten vielleicht? Nun, da sind immer noch die Cashmans. Ich bin also noch ein wenig besorgt. Ja. Ich sehe dich. Nicht, wenn ich dich zuerst sehe. Okay, Bruno war sehr hilfreich. Ja. Genau, nach da hinten wollen wir. Der Pool der Dekadenz. Lass dir so viele nackte Frauen anrücken, wie meine armen Augen aushalten können. Um Gottes Willen, Max, du magst doch überhaupt keine Mädchen. Ups, richtig, habe ich vergessen. Außerdem ist das Spiel, Vielleicht, wenn dieser Fall gelöst ist. Ja, außerdem ist dieses Spiel nicht erst ab 18. Auch wenn es das manchmal sein sollte. Bist du genauso verwirrt wie ich? Sogar noch mehr. Ja, mit Max wollte ich eigentlich nicht reden. Oh. Was denkst du, bedeutet dieser wirbelnde Totempfahl? Ich glaube, er repräsentiert eine frühzeitliche Waschmaschine. Das hilft voll. Mit dem Zahntotempfahl kann ich kein bisschen anfangen. Ich glaube, das ist ein Grabstein für Leute, die an die Zahnfee glauben. Der Typ auf dem Lagerfeuer-Totempfahl könnte einfach jeder sein. Vielleicht ist es Maren Gilzer vom Glücksrad. Oh je. Der zweiköpfige Totempfahl ist mir ein Rätsel. Ich glaube, es sind die Cashmans. Nee, von denen hat doch keiner eine Glatze. Vielleicht sind es deren Frauen. Ja, wenn sie wirklich Frauen haben. Meinst du, es war eine gute Idee, Conroy und Lehavi einfach so in der Tiefkühlkammer zu lassen? Den beiden geht es gut, solange wir ab und zu neue Kühlflüssigkeit hineinkippen. Du siehst gesund und rüstig aus, Kleiner. Ich bin kaffeesüchtig, Sam. Ja. Ich frage mich, wo Bruno ist. Ich glaube, er ist immer noch draußen beim Pool, Sam. Ich frage mich, wo Trixie ist. Es schaudert mich beim Gedanken an die unanständigen, schmatzenden Geräusche, die sie mit ihm produziert, diesem Bruno. Nun, das war's. Ja, ich wollte ja eigentlich nicht mit Sam reden.
Hast du mal kurz Zeit? Eigentlich nicht. Aber weil ihr unsere Spezies vom Aussterben gerettet habt, warum nicht? Ja. Totempfähle Bruno Conroy. Was passiert, wenn wir die Forderungen der Totempfähle erfüllt haben? Eindeutige Forderungen. Dann wird die Welt wieder ihr Gleichgewicht erlangen. Absolut eindeutige Forderung. Was passiert, wenn wir die Forderungen der Totempfähle erfüllt haben? Eindeutige Forderung. Dann wird die Welt wieder ihr Gleichgewicht erlangen. Absolut eindeutige Forderung. Also ich glaube, bei ihm können wir alles nur einmal anklicken. Also die beiden hier jeweils. Weißt du, ich bin wegen dieser Totempfahlsache echt besorgt. Vertraut mir. Das funktioniert, hat er noch vorgesagt. Ich habe mal einen gesehen, der wirklich besorgt war. Er hatte sich in seinen Bart gesabbert. Der war eher betrunken. Nicht in den Bart. Es war deine Zuckerwatte. Und wieder ein mysteriöses Rätsel aufgeklärt. Ja. Ich träume nachts immer noch von Alligatoren. Ich weiß, dass jeder, der in dieses große Abenteuer verwickelt ist, mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat. Aber lasst mich eins klarstellen. Das wird es wert sein. Er sagte Abenteuer. Ich glaube, auf meinem kleinen, zarten Körper macht sich ein Ausschlag breit. Was glaubst du, bedeutet der erste Totempfahl? Wie ihr wisst, beschäftigt uns das schon seit vielen Jahren. Wir glauben herausgefunden zu haben, dass der erste Totempfahl einen Wirbelwind darstellt. Der Charakterzug eines jeden Yeti. Wild und ständig in Bewegung. Was will uns wohl der zweite Totempfahl Ihrer Meinung nach sagen? Ich bin froh, dass ihr gefragt habt. Ich glaube, es ist ein Hinweis auf die lange Geschichte unseres Volkes. Die unglaubliche Resistenz der Yetis, die Jahrtausende überlebt zu haben. Ja. Anders als die Dinosaurier, die darauf abgebildet sind. Wie passt der dritte Totempfahl in das Schema? Ich versuche, das unmissverständlich auszudrücken. Der Pfahl zeigt die Harmonie zwischen zwei nebeneinander bestehenden gleichartigen Lebewesen. Eine Harmonie, die wechselseitigem Respekt und Verständnis entspringt. Was stellt der vierte Totempfahl dar? Diese Frage wurde mir schon viele Male gestellt. Meine Antwort: schnelles Wachstum. Was können Sie uns über Bruno erzählen? Bilde ich mir das ein oder haben wir diese Frage wirklich jeden in diesem verdammten Land gestellt? Ah, Bruno! Voller Sturm und Tatendrang, bereit, die Welt zu erobern. Er erinnert mich an mich selbst, als ich in seinem Alter war. Was halten Sie von Trixie? Sie ist ein wirklich knuffiges Mädchen und sehr repräsentativ für die Vorurteilslosigkeit der Jedi-Führungsspitze. Darauf sind wir sehr stolz. Was ist deine offizielle Meinung von Conroy Bumpus? Conroy Bumpus ist eine Gefahr für die amerikanische Lebensart. Es war und es wird immer unser höchstes Ziel sein, unsere Nachfahren vor diesen höchst negativen Einflüssen zu schützen in unserer schönen neuen Welt. Obwohl meine Frau und ich seine Musik ganz gerne hören. Ja. Wie
Wir kommen wieder. Ich werde hier sein. Gut. Vielleicht können wir seine Frau noch zu... ich würde gerne gehen. Danke. Gehen möchte ich. Geh, Sam. Vielleicht können wir ja seine Frau noch zu nützlichen Informationen über die Totems befragen. Mrs. V? Ja? Was glaubst du, bedeutet der Totemfall mit dem Tornado drauf? Nun, mein Mann glaubt, es wäre eine Hommage an die wilde und leidenschaftliche Natur des Yetis. Aber wenn du mich fragst, das passiert mit den Leuten, die sich ihre Hände nicht vor dem Armbrot waschen. Ich erinnere mich, als wir unsere Nichte Jay bei uns zum Abendbrot hatten und ich sagte, Jay, fass das Brot nicht an, bevor du dir nicht die Mundjaure aus deinem Fell gewaschen hast. Ja. Yeah. Da sagte sie... Warum stellt dieses Totem einen großen Zahn dar? Schätzchen, einige Yetis glauben, das ist ein Symbol für urzeitliche Kraft oder so, aber wenn du meine Meinung hören willst... Und ich könnte mir kaum vorstellen, warum wir das sollten. Ich glaube, der Pfarr repräsentiert die Notwendigkeit, seinen Zahnarzt regelmäßig aufzusuchen. Leben ist witzig, Sam. Als ich heute Morgen aufwachte, hatte ich vor, viel fernzusehen und ein paar Kriminelle zu erschießen. Und jetzt belehrt mich eine große, übelriechende Waldschnepfe über Zahnhygiene. Ja. So ist das Leben, Max. Ich mache keine Witze, Häschen. Woran glaubst du, sind wohl all diese Dinosaurier gestorben? An Sam. An Max. Um die Mädchen zu beeindrucken? Definitiv an Max. Nein, es war Paradontose. Hey, sie labert mal nicht. Wer ist dieser Kerl mit dem Hut auf dem dritten Totempfahl? Ich dachte, du wärst das. Das glaube ich nicht. Ja, Sam hat keinen Bart. Dann weiß ich auch nicht weiter. Hast du dir schon mal Gedanken über den Totemfall mit den zwei Köpfen drauf gemacht?